Ja, herzlich willkommen im Gemeindesaal unserer Friedenskirche. Die Friedenskirche wurde 1928 eingeweiht. Das war genau 10 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und 11 Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, mitten zwischen den Kriegen. Erinnert sie mit ihrem Namen an den Frieden? Und wir hatten am 8. Mai 75 Jahre das Ende des schrecklichen Zweiten Weltkriegs in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt. Und die Idee von Herrn Burgmüller war, ein Konzert dazu zu machen, das an das Kriegsende erinnert, das Musik aufgreift aus den kriegsbeteiligten Ländern, aber auch jüdische Komponisten zu Gehör bringt. Und es konnte am 8. Mai dann nicht stattfinden. Umso mehr freuen wir uns, dass es heute möglich ist, dass wir dieses Konzert miteinander erleben dürfen und sind ganz gespannt auf Ihr Programm. Sie haben es auf dem Zettel abgedruckt und wir werden zwischendurch eine kleine Pause zum Lüften machen, das werde ich aber dann ansagen. Und so wünsche ich Ihnen einen guten, einen gesittlichen, einen schönen Abend mit Herrn Burgmüller. Danke. Thank you.
Seite aus herzlich willkommen. Ich habe mich richtig auf dieses Konzert gefreut und bin jetzt auch sehr glücklich, dass wir volles Haus haben. Es ist ja der zweite Anlauf für das Konzert und gerade in so einer Zeit, wo jetzt die Beschränkungen wieder stärker waren, merkt man absolut, es ist nicht selbstverständlich. Und alles, was nicht selbstverständlich ist, ist kostbar. Das spürt man gerade so in so einer Situation. Herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, dass ich das hier machen kann. Auch bereits für das Konzert, das wir am 8. Mai nicht stattfinden lassen konnten, haben wir einen Trailer gemacht. Auch da nochmal herzlichen Dank. Es war eine sehr schöne Zusammenarbeit. Das hat mich richtig gefreut. Ich habe begonnen jetzt mit einem Präludium aus Präludium und Fuge von Johann Sebastian Bach. Aus dem zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers, auch ein Zeichen von Übernationalität von Musik, was Bach ist, also für, sei es jetzt für christliche oder Menschen anderer Konfession oder ohne Bekenntnis, ist es, was alle verbinden kann. Und am Schluss, die Fuge soll münden eigentlich in eine vierstimmige Fuge, in eine Polyphonie der verschiedenen Ansichten und Meinungen. Man kriegt nicht alle zusammen, aber man versucht einen Zusammenklang zu erreichen. Als nächstes hören Sie ein Nocturne, ein Nachtstück von Frédéric Chopin. Der soll jetzt mal stehen für seine polnische Herkunft. Er hat dann auch die französische Staatsbürgerschaft angenommen. Und als nächstes dann ein wunderschönes Lied ohne Worte von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Thank you.
Hat dann lange Zeit gearbeitet als Musiker, Komponist, Pianist in Berlin, Saarbrücken und Dresden. In der Frühzeit, als er in Saarbrücken war, aus dieser Epoche stammt auch dieses Stück. Er ist dann auch, als er wieder nach Prag und als die Deutschen einmarschiert sind, dann auch gefangen gesetzt worden und deportiert worden auf die Wülfsburg bei Weißenburg. Und ist dort dann an Tuberkulose gestorben, ganz bedeutender Komponist, der die Musik des 20. Jahrhunderts sehr geprägt hat, sehr experimentierfreudig, hat sich also auch mit der Wiener Schule,
befasst auch mit Jazz, dann mit Vierteltonmusik, also sehr experimentierfreudig und da wäre noch vieles zu erwarten gewesen. Aber wie es so ist, wir nehmen, was wir von ihm haben. Ein frühes Stück, 11 Inventionen, nicht 12, wie man meinen könnte, der Invention Einfall, was eigentlich schon wieder ein Bezug ist auf Bach. Und er hat sich auch in der Zeit sehr mit Impressionismus auseinandergesetzt, also mit Debussy, Ravel, was man auch den Stücken teilweise anhört. Da jetzt viel Freude da. Thank you.
hören jetzt zwei Preludes aus dem ersten Band von den 12 Preludes von Debussy, eben eigentlich jetzt umgekehrt gehört, wenn es logisch wäre, warum, es ist nicht alles, soll nicht immer alles logisch sein, außerdem wollte ich das so ein bisschen abwechseln, die wirklich schweren Stücke, dass die noch verdaulich sind für Sie. Es ist bei den Stücken keine Programmmusik, aber Debussy hat Untertitel unter die Stücke gegeben, also wie eine Signatur, eine Unterschrift, wie eigentlich, wenn man ein Museumbild anguckt, man kann natürlich zuerst angucken, was für ein Titel ist, dann beraubt man sich natürlich des eigenen Überlegens und der Fantasie, darum steht es auch drunter. Danse de Delphes, Tänze in Delphi, also es führt uns ganz, jetzt das erste Stück in die Antike und natürlich die Vorstellung, die im 19. und dann im 20. Jahrhundert von der Antike war. Und das zweite, das ist das letzte Stück aus der Serie, der Minstrelle sind diese einerseits im Mittelalter, diese Minnesänger, da kann man sich vorstellen, der da sein Ständchen bringt und umherzieht, auch mit einer kleinen Kapelle. Es war allerdings zu Beginn des 20. Jahrhunderts, gab es auch in USA und dann nicht in Europa so Shows, Minstrel-Shows, wo zum ersten Mal die Kultur und die Musik der Schwarzen nahegebracht wurde. Da haben allerdings keine Schwarzen auf der Bühne gestanden, sondern es waren Weiße, die schwarz angemalt waren. Also heute natürlich gar nicht mehr vermittelbar. Aber so hat das Ganze bekommen und dann irgendwie war es erst zulässig, dass dann die Schwarzen wirklich den Jazz dann da gemacht haben. Die Musik und wie gesagt, über Schulhof fand es dann auch Eingang. Bevor das dann im Nationalsozialismus richtig vertrieben wurde, da gab es richtig krudesten Ideen, dass quasi die schwarze Negermusik über die Juden nach Deutschland infiltriert wurde. Also wirklich, da gab es ja damals diese Ausstellung Entartung Musik, da gibt es auch immer noch Kataloge und auch diese Reden von diesem Ziegler in Weimar ist auch auf CD, auch als Tondokument, also wer sich dafür interessiert. Es ist wichtig, dass man auch heutzutage nicht nur sagt, das darf nie wieder passieren, sondern dass man sich damit auseinandersetzt und vor allem, dass man diese Musik jetzt auch spielt, weil sie es wert ist. Das ist schon mal als Vorgriff auf den Video und klein auch. Aber zunächst der etwas leicht verdauliche Debussy und vor der kurzen Pause ein Stück fürs Herz, Salut d'Amour von Elgar, neben Pomp and Circumstances und Enigma-Variationen, vor allem das Nimrod, sein bekanntestes Stück. Da jetzt viel Freude. Thank you.
Thank you.
Pause, die dazu dient, dass wir etwas frische Luft bekommen. Und wir bitten Sie aber, am Platz zu bleiben. Und wir werden nur die Fenster und die Türen mal kurz aufmachen. Und dann geht es dann bald wieder weiter. Thank you.
spiele Ihnen jetzt die Klaviersonate von Gideon Klein. Gideon Klein aus Prag, 1919, Jahrgang ist 1938 an die Prager Musikhochschule gekommen. Die wurde aber relativ bald geschlossen und er hat sich noch ein bisschen über Wasser gehalten, auch unter Pseudonym als Jazzpianist, wie auch Erwin Schulhof da auch davor. Die wurde Kamp sehr bald nach Theresienstadt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon dort war. Ich war 2005 dort. Da gibt es ja die kleine Festung, also ein Lager des Kaiser Franz Josef, also der Sohn von Maria Theresia, hat errichten lassen als Garnison. Und dann die große Festung. Theresienstadt war kein Konzentrationslager. Da kamen die Juden hin, die durften erst keine Musik machen, haben trotzdem in so Cafés Musik für viele andere gegeben, um denen einfach Kraft zu spenden, wurde dann von den Nazis wirklich ausgenutzt und zu Propagandazwecken natürlich missbraucht, auch im Roten Kreuz vorgeführt, wie toll das ist, aber was will man machen? Es hat ihnen einfach Kraft gegeben und gestärkt und einfach so als ein Zeichen auch der Ausleben der inneren Freiheit. Ja, ja, wie kam es dazu, dass ich mich dann auch damit beschäftige? Also diese Besuche in Theresienstadt, dann 2005 hatte ich auch, hat man die Gelegenheit auf, da war ich damals auf der Stelle tätig in Sigmaringen, übrigens auch evangelische Stelle, da war ich mal von dem her. Ich finde es auch schön, dass man so eben die ökumenische Verbundenheit so richtig ausleben können. Klammer zu, Klammer auf, habe ich vergessen. Ja, da haben wir einen Pianisten, Peter Geiselbrecht, eine Sängerin, Annette von Malek, ein Konzert gemacht. Die haben unter anderem diese tolle Klaviersonate von Gideon Klein gespielt. Da wusste ich schon, die muss ich auch spielen. Da haben wir diese berühmte siebte Klaviersonate von Viktor Ullmann, auch ein ganz bedeutender Komponist. Buch der Hängenden Garten und so weiter. Und auch die wichtige Klaviersonate von Karl Amadeus Hartmann, 27. April 1945, die er unter dem Eindruck geschrieben hat, als er gesehen hat, als die aus dem KZ Dachau die Inhaftierten weggetrieben wurden, um einfach der Lagerübernahme zu entkommen. Das hat er gesehen und musste es so verarbeiten, auch als Zeitzeugnis. Und es war eigentlich bis in die 80er Jahre, auch diese Hartmann-Sonate, eigentlich nicht möglich, die aufzuführen. Also das war von der Aufarbeitung noch nicht so weit. Also erst in den 80er Jahren und natürlich hieß es erstmal, die ist zu schwer. Ja. Also auch mit dieser Sonate, da bin ich das ganze Leben beschäftigt, aber macht ja nichts. Es gibt kein Ende. Ja. Von dem her hören Sie jetzt den Ist-Zustand dieser Sonate. Thank you.
Daniel Haupt hat einen wunderbaren Satz gefunden dazu: die Musik braucht die Geschichte nicht, aber sie hat sie. So, wir kommen jetzt zu einem Russen, Sergei Rachmaninow, der dann auch in den USA dann auch gegangen ist, aber so richtig Musik mit russischer Seele, himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt und nicht hintereinander, sondern gleichzeitig. So sehe ich das häufig. Sehr viel Klaviermusik hat er geschrieben. Da spiele ich Ihnen ein Prälude in D-Dur und dann eine Paraphrase aus dem Musical American Paris von George Gershwin, amerikanischer Jude, auch ein wirklich sehr pfiffiges, kurzweiliges Stück, und schließe dann mit der Fuge zu dem zugehörigen Präludium von Bach, das ich mit ein paar Stücken so interpoliert habe. Thank you.
Thank you.
ein Lied. Achso, Sie. Ja. Ja, 1000 Worte werde ich jetzt nicht mehr sagen. Ich wusste es nicht und ich hatte gehofft, dass Sie vielleicht noch eine kleine. Ich habe noch was vorbereitet. Dann stehen meine Worte auch nicht am Schluss. Also ich finde es schön, wenn auch die Musik am Ende ist. Ja, danke, dass hier so viele gekommen sind. Und ich bitte Sie dann nachher langsam rauszugehen, immer die näher an den Türen sind. Wenn die beginnen, bitte. Und wir können über alle 4 Ausgänge den Raum verlassen. Und wo Sie auch lang gehen, werden Sie ein Körbchen vorfinden. Das ist so gedacht. Und bitte geben Sie etwas. Wir haben so vereinbart, dass die eine Hälfte für Herrn Bodenmüller als Honorar ist und die andere Hälfte wollen wir gerne für ein Friedensprojekt geben. Wings of Hope heißt eine Stiftung, die sich schon seit den 80er Jahren mit Kriegsfolgen beschäftigt, gerade bei Kindern und Jugendlichen, angefangen damals im Bosnienkrieg und die ein Haus betreibt, auch in Oberbayern, in Ruhpolding. Und die sich jetzt auch im Nahen Osten engagiert, in vielen Ländern der Erde, um Kindern und Jugendlichen zu helfen, die an Kriegsschäden auch heute noch leiden, an psychischen Kriegsschäden. Ein wichtiges Projekt und da werden wir die andere Hälfte für geben. Ja, und jetzt sind wir gespannt, was es noch gibt. Es gibt noch ein Lied ohne Worte, E-Dur, Opus 19 von Felix Mendelssohn Bartholdy.